Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Vorgehen bei den Corona-Impfungen gegen Kritik verteidigt. In der ARD-Sendung Farbe bekennen sagte Merkel, es sei richtig gewesen, bei der Zulassung der Impfstoffe mit der notwendigen Gründlichkeit vorzugehen. In Großbritannien hat AstraZeneca sehr viel schneller die Zulassung bekommen, an einem Tag. Das ist eine Notzulassung. Wir haben uns entschieden, dass wir das gründlich bei der Europäischen Medizinagentur machen wollen, weil wir auf, nein, das war kein Fehler. Wir sind auf das Vertrauen angewiesen. Positiv äußerte sich Merkel zum russischen Impfstoff Sputnik V. Ich habe mit dem russischen Präsidenten genau darüber gesprochen. Wir haben heute gute Daten gelesen, auch von dem russischen Impfstoff. Jeder Impfstoff ist in der Europäischen Union willkommen, aber es wird nur der zugelassen, der von der Europäischen Medizinagentur auch die notwendigen Daten bringt. Zu möglichen Lockerungen der Auflagen sagte Merkel, eine Öffnungsperspektive werde sich nicht an einem Datum orientieren können, sondern an Werten. Und wo stehen wir? Wir sind jetzt für Deutschland insgesamt unter 100. Das ist eine gute Leistung, da waren wir lange nicht. Aber damit haben wir noch nicht wieder die Kontrolle über das Virus durch die Gesundheitsämter. Und daran müssen wir jetzt auch arbeiten. Und jeder Tag zählt jetzt. Ich weiß nicht, wo wir nächsten Montag stehen oder Dienstag. Und deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, noch eine Weile durchzuhalten. Aber bis alle geimpft sind, dass dann keine Lockerung ist, das ist nicht der Weg, den wir anstreben.